Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von Open Takes Weekly. Und diesmal geht es um die Slider, also um die virtuellen Schieberegler, die man auf dem Touchscreen der Anlagen mit Touchscreen natürlich nur bedienen kann. Also im Wesentlichen haben wir da die RadioMaster TX16S oder auch die FlySky NV14, die wenigsten von euch haben dürften. Wir kennen das ja, wir haben zum Beispiel den linken Slider, den ich hier oben einfach mal bewegen kann. Das sind Schieberegler, die verbleiben in ihrer Position, die stellen sich nicht automatisch zurück. So ähnlich wie die POTIS hier oben, S1 oder S2, die stellen sich auch nicht automatisch zurück. Ja, und es wäre manchmal ganz schön, wenn man mehrere von diesen Schiebereglern hätte. Und deswegen kann man sie ja virtualisieren und auf den Touchscreen legen. Neulich gab es dazu schon mal ein Video von mir, allerdings das war aus guten Gründen, weil es in vollen Zügen entstanden ist, ohne Ton. Und diesmal mache ich das Ganze mit Ton und ihr seht schon eine Veränderung gegenüber dem letzten Video. Die Slider lassen sich nun auch horizontal anordnen, was mir auf der letzten Zugfahrt noch nicht so ganz gelungen war, das zu implementieren. Jetzt ist es aber fertig. Ja, wie funktioniert das Ganze? Nun, zunächst einmal braucht man hier ein Widget, das ist klar, das seht ihr jetzt gerade hier. Wir gucken uns das gerade mal an, wie man das einrichtet. Und zwar, wie üblich, geht man hier auf den Telemetrie-Button, habe ich jetzt gerade schon gedrückt. War natürlich jetzt didaktisch in der falschen Reihenfolge. Ah, ich gehe nochmal zurück. Also Telemetrie-Button drücken, kommt man in das Einrichtungsmenü für die Telemetrie-Screens. Da findet man auch die Widgets, die verschiedenen. Wir wählen als Layout einfach mal das 1x1-Layout, was früher mal Fullscreen hieß. Und dann sagen wir Setup Widgets und da wählen wir aus das Widget ELSLI als Abkürzung für Slider. Ihr wisst, die Widget-Namen dürfen alle nur 6 Buchstaben umfassen. Das stimmt nicht, die dürfen länger sein, aber die Dateinamen dürfen immer nur 6 Buchstaben umfassen. Ich habe mich auf die 6 Buchstaben auch hier beschränkt und wir haben ein Präfix, das heißt ein EL underscore für alle die Widgets, die aus meiner Feder dann stammen. Gut, das wählen wir aus. Mehr kann man damit nicht machen. Es hat also jetzt keine Möglichkeiten, da irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Und dann drücken wir auf Return, also hier oben. So, und dann haben wir das eingerichtet. Ja, und das funktioniert natürlich nur im Fullscreen. Also wenn wir es bedienen wollen, müssen wir hier einen Doppel-Tap machen auf den Touchscreen. Ich mache das jetzt mit der Maus. Dann ist es auch groß und dann kann man also hier die Slider hin und her schieben. Und achtet jetzt mal bitte auf die Kanäle 5, 6 und 7. Da bewegen sich also dann die Werte entsprechend. Und das Ding bleibt natürlich auch stehen, wenn man nicht mehr mit dem Finger drauf rumwischt. Man kann es auf 0 stellen, indem man einen Doppelklick einfach in den Slider hinein macht. Das ist bei den horizontalen, bei den vertikalen dann das gleiche. Und jeder Slider hat hier eine Beschriftung, die wird immer oben links über dem Slider angeordnet, automatisch. Gut, soweit so gut. Zusätzlich zu dem Widget braucht man aber wie üblich dann ein Mischerskript. Das Mischerskript ist immer dann nötig, wenn die Widgets Ausgangssignale an Mischer liefern sollen. Und letztendlich wollen wir ja, dass wir hier diese Kanalwerte erreichen und die erreichen wir nur mit Mischern. Also brauchen wir für diese Kanäle dort Mischer, und zwar für die Kanäle 5 und 6 und 7. Auch das gucken wir uns jetzt mal an. Was habe ich da gemacht? Wir gehen also wie üblich hier in die Mischer hinein und da sieht man es schon. Die obersten 4, die Standard, habe ich natürlich gleich gelassen. Jetzt erstmal, wir richten das gleich nochmal von Grund auf ein. Dann seht ihr das nochmal. Hier haben wir jetzt für die Kanäle 5, 6, 7, haben wir wieder Mischer, die einen Input aus einem Mischerskript
sich holen. Und zwar aus einem bestimmten Ausgang von dem Mischerskript SHM. Ja, dieses Kürzel, was hier steht, 1-SHM-SHM0, bedeutet, das ist das Mischerskript 1 mit dem Namen SHM, beziehungsweise genauer gesagt mit dem Dateinamen SHM.lua muss man da ergänzen. Und dann ist es der Ausgang Nummern mit dem Namen SHM0 von diesem Mischerskript. Und da wir jetzt drei Slider hatten, gibt es dann für die anderen Mischer die Möglichkeit, die anderen Ausgänge dieses Mischerskripts zu benutzen. Also hier zum Beispiel SHM1 für den zweiten. Und ihr seht das auch hier schon in der Übersicht. Da steht SHM2 für den dritten. Das geht insgesamt bis zu 5 Ausgängen, die so ein Mischerskript produzieren kann. Man kann dann in der Folge oder als Konsequenz daraus sinnvollerweise hier nur 5 Slider darstellen. Ja, wo ist das Mischerskript? Wie immer, hier unter dem Lua-Icon verborgen. Da ist das Mischerskript SHM. Das ist jetzt auch schon eingerichtet und das wählt man hier einfach aus. Ja, und dann passt das eigentlich schon. Man kann dem Skript einen Namen geben, muss man aber nicht. Und dann seht ihr, dieses Skript hier hat seine 5 Eingänge und hat auch 5 Ausgänge. So, die Ausgänge, das haben wir eben ja besprochen, die gehen an die Mischer oder da picken sich die Mischer die entsprechenden Werte raus. Die Eingaben stehen hier, dann steht jetzt 10, 11, 12, 13, 14, was soll das heißen? Und hier steht auch SHM. SHM heißt jetzt so viel, muss man sich nicht merken, aber wer vielleicht schon mal ein bisschen mehr programmiert hat, SHM steht für Shared Memory und man muss jetzt einfach verstehen, dass in dem OpenTX, das ist ja ein kleines, da ist ja ein kleines Betriebssystem drin, das nennt sich FreeRTOS, also das ist ein Echtzeitbetriebssystem, eine besondere Art von Betriebssystem. Muss man sich jetzt aber auch keinen großen Kopf drum machen. Allerdings hat dieses Betriebssystem für die Funktion des Senders unterschiedliche Prozesse, so ähnlich wie ihr auf eurem PC auch unterschiedliche Programme gleichzeitig laufen lassen könnt, laufen hier also auch schon unterschiedliche Prozesse. Der eine Prozess oder die eine Task, wie man das nennt, in dem FreeRTOS ist zuständig für die gesamte grafische Oberfläche. Und dann gibt es noch eine andere Task, die ist zuständig für die ganze eigentliche Funktion, also die Berechnung der Kanalwerte und so weiter. Das hat auch eine Auswirkung auf die Sicherheit eures Senders. Wenn also die grafische Benutzeroberfläche, also hier diese Benutzeroberfläche, sollte die mal abstürzen, ja, müsst ihr keine Angst haben, kommt so gut wie nie vor, dann geht der Rechner in den sogenannten Notfallmodus oder Emergency Mode, hat der ein oder andere auch schon gesehen. Und das bedeutet, dass die Benutzeroberfläche stillgelegt wurde aus Sicherheitsgründen und es läuft nur noch die andere Task, der andere Prozess zur Generierung der Kanalwerte. Also im Zweifelsfall könnt ihr im Emergency Mode auch noch euren Helikopter landen oder, also mit den Sticks natürlich, nicht mehr mit den Bedienelementen hier auf dem Touchscreen, oder das Schiff an Land fahren. Also daran ist gedacht. Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück. Warum brauche ich jetzt dieses Mischerskript und warum heißt das jetzt hier Shared Memory 0, 1 und 2. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten, Daten auszutauschen zwischen diesen beiden Prozessen oder Tasks, also zwischen der grafischen Benutzeroberfläche und den Mischer- oder Mischerskripten. Die eine Möglichkeit ist es, globale Variablen zu benutzen. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber wir haben dann eine Veränderung in EdgeTX vorgenommen, dass man diese globalen Variablen nicht mehr braucht und stattdessen auch sogenannte Shared Memory benutzen kann. Das sind einzelne Speicherzellen, 16 Stück an der Zahl, die man für alles Mögliche verwenden kann. Und um also jetzt hier nicht mehrere globale Variablen, ja, die man vielleicht ganz gerne ja für was anderes benutzen möchte, zu blockieren, benutze ich an dieser Stelle jetzt hier, wie auch bei den Schaltmodulen schon, diese sogenannte Shared Memory.
Bei den Schaltmodulen ist das nicht weiter aufgefallen, aber hier fällt es jetzt mal auf. Man sieht es also, dass ich das hier eingebaut habe. Und da wird also jetzt die Variable 10, beispielsweise die Shared Memory Variable 10, für den Eingang hier benutzt. Und der Eingang wird einfach nur wieder hier ausgegeben, wird also direkt durchgereicht. Also dieses Mischer-Skript ist nur dazu da, um von der einen Welt, von der Welt des grafischen Benutzeroberfläche, in die Welt der Mischer zu übersetzen. Mehr macht das nicht. Aber notwendig ist es. Ja, das ist hier jetzt so eine Default-Angabe, die von mir hier verwendet worden ist. Das sollte eigentlich immer passen. Man kann auch von diesen Slidern nur ein einziges Widget haben, sinnvollerweise, weil dieses Konfigurationsskript, was dazu notwendig ist, das muss so heißen wie das Modell. Falls das nicht gefunden wird, wird ein Default verwendet und damit haben wir automatisch dann, also man kann das nicht umbenennen und damit hat man automatisch dann eine Maximalanzahl von ein Widget für diese Funktion. Aber ich denke, das reicht auch aus, wenn man 5 Slider dort positionieren kann, entweder horizontal oder vertikal. Ja, jetzt machen wir das Ganze nochmal von der Einrichtungsseite, dann seht ihr das noch einmal und zwar für die vertikalen Mischer. Ich habe jetzt ja hier für dieses Modell einen Namen vergeben. Das Modell heißt hier Hochritz. 5 Buchstaben. Wenn wir ein bisschen aufpassen, Modellname darf nur 6 Buchstaben lang sein. Hochritz hier. Und das bedeutet, diese Anordnung, dieses Widget, sucht jetzt eine Datei namens hochritz.lua. Gut, wo ist die verborgen? Naja, wahrscheinlich wisst ihr das schon. Es geht ja darum, für den ganzen Sender eine Konfiguration zur Verfügung zu stellen. Also die Slider, das sind ja Bedienelemente und die gehören zu dem Sender dazu. Ich habe das jetzt nicht modellspezifisch gemacht, sondern immer für den Sender. Und deswegen findet ihr die Konfigurationsdatei unter edge-lua und dann unter radio. Wenn es modellspezifisch wäre, wäre das dann hier praktisch, falsche Taste, unter Models. Gehen wir unter Radio mal rein. Also wir sind jetzt unter Radio. Und da findet ihr tatsächlich jetzt noch ein Unterdirektory, das nennt sich Slider. Ach, schon wieder die falsche Taste gedrückt. So, und da gehen wir auch rein. Und dann haben wir hier einmal Default.lua. Das wird gleich angewendet, wenn wir keinen Modellnamen verwenden oder eben Horitz. Das ist jetzt das Modell, das heißt ja so wie das Modell, deswegen wird diese Datei genommen. Schauen wir auch da mal kurz rein, ist eigentlich auch relativ selbsterklärend. Also dieses Widget hat auch ein Icon, man kann das auch beispielsweise verkleinern, auf eine kleinere Ansicht machen, dann wird dieses Icon einfach als Abkürzung dafür angezeigt. Immer die falsche Taste. Dann können wir ein Layout H oder V wählen. Hier horizontal. Und wir vergeben hier einfach in dieser Tabelle die maximal 5. Also man kann hier beliebig viele angeben. Nur ihr schafft es mit einem Mischer-Skript in der Tat nur 5 Slider zu transportieren. Ihr könnt natürlich zweimal das Mischer-Skript instanzieren und dann schafft ihr auch mehr, denn ihr müsst hier den Namen angeben und auch die Shared Memory Variable, die Nummer dieser Variable, über den der Wert transportiert werden soll. Und damit es schön bunt ist, kann jeder Slider auch noch eine Farbe bekommen. Bitte hier aufpassen, das ist in RGB Values, hexadezimal. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, dort irgendwie mit Predefined Colors, da gibt es immer Schreibfehler, oder mit Colors vom Theme herumzudaddeln, sag ich mal, sondern ihr könnt einfach eine beliebige Farbe als RGB-Wert hier eingeben. Wer damit nicht klarkommt, sind also praktisch 3 8-Bit-Werte aneinandergereiht, also es ist 24-Bit Farbtiefe und ihr findet also im Internet auch solche RGB-Rechner oder RGB-Umwandler, dann müsst ihr das nicht zu Fuß machen, wer mit diesen hexadezimalen Werten
von 00 bis FF nichts anfangen kann. Er macht das dann eben mit so einem Rechner. Okay, das ist diese Datei gewesen, die jetzt gerade aktiv war. Jetzt gucken wir uns mal das Default an. Ja, da haben wir jetzt ein vertikales Layout. Upsala, durchstreichen wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte das umkringeln hier. Und es sind 4 Slider. Die heißen auch anders. So, gucken wir, dass wir das mal zum Fliegen kriegen. Dann lege ich hier ein neues Modell an. So. Das kriegt auch einen Namen. Meinetwegen, ich nenne das jetzt mal vertikal. Und vertikal als Dateinamen gibt es ja nicht. Deswegen wird da trotzdem die Datei Default genommen. So, wir gehen wieder von hinten nach vorne vor. Als erstes richten wir den Mischer bzw. Mischer-Skript ein. Das ist hier unter dem Lua-Icon. Muss man eigentlich nicht viel tun, außer das Skript zu suchen. Da haben wir es schon. Und dann haben wir die Voreinstellung für 10, 11, 12, 13, 14. Und unser Skript benutzt auch dieselben Variablen. Das passt also zusammen. So, das war's schon. Jetzt brauchen wir ein paar Mischer. Jetzt mache ich das einfach mal hier auf die Kanäle. Ja, nehmen wir mal, okay, wie eben 5. Also Eingabe, Quelle machen wir jetzt. Wir haben hier 4. Deswegen brauchen wir jetzt hier 4 sinnvollerweise Outputs von dem Skript. Informatiker zählen immer von 0, ne? Deswegen ist das hier das 4. So, das ist im Prinzip schon fertig. Natürlich tut sich hier noch nichts bei den Kanälen 5, 6, 7 und 8, denn wir haben das Widget noch nicht eingerichtet. Also wieder auf Telemetrie. So, dann eine neue Ansicht erstellen. Wobei, das brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja schon eine. Ich habe ja ein neues Modell gemacht. Das war natürlich Quatsch. Okay, wir lassen es mit dieser Ansicht. Ich bin mit diesem Layout auch zufrieden hier, mit dem 2 plus 1, weil ich euch das, diesen Vergrößerungseffekt einfach mal zeigen wollte. So, und dann machen wir jetzt hier oben in die obere linke Ecke, machen wir jetzt unser Widget hinein. So, Slider, und da seht ihr schon, was das mit dem Icon auf sich hat, das ist das Icon, dieses Expand-Icon, und dann kann man hier drauf drücken und dann wird es groß, und jetzt kann man auch die Slider hier bewegen. Ja, das war's schon. Eigentlich gar nicht so super viel. Ich finde es eine komfortable Sache, denn manche wünschen sich ja ein Senderpult. Ich bin ja mit meiner Senderpult-Elektronik noch nicht so weit, dass ich das sozusagen in Serie herstellen kann. Es läuft zwar im Experimentalmodus, aber viele fragen mich immer, naja, kann ich nicht noch einen Schalter und einen Button und dies und das und jenes einbauen? Ja, jetzt haben wir den Punkt eigentlich erreicht. Es gibt jetzt dieses Widget mit den Buttons, was ich euch auch schon mal gezeigt habe. Und jetzt haben wir hier das Widget mit den Slidern. Und dann müssten die meisten eigentlich glücklich sein, auch ohne einen Senderpult. Wer noch mehr will, der darf natürlich noch ein Senderpult anschließen oder auch einen anderen Sender. Ich hatte euch ja die Kopplung, also statt Senderpult kann man auch einfach einen zweiten Sender nehmen. Ich hatte euch ja schon mal die Kopplung gezeigt zwischen der Radiomaster und der FlySky i6s, dieser kleine Handsender, der hat auch noch ein paar Schalter, und diese Schalter kann ich auch in der Radiomaster benutzen. Das zeige ich euch auch noch mal in einem späteren Widget. Ist eigentlich auch nicht besonders schwer, das zu konfigurieren. Wenn man das mit meinen Schaltmodulen macht, ist das sogar schon alles vorbereitet, wie das funktioniert. Okay,
Ja, das war es erstmal für heute. Dann habe ich jetzt was vergessen? Nein, habe ich nicht vergessen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Austesten von diesem Widget, von diesem neuen Widget, was jetzt in horizontal und auch in vertikal funktioniert. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.